Ja, frisch aus dem Hobbit im China. Den habe ich gestern Abend gesehen, bin ich schwer überzeugt von der Armee von Thranduilsheim. Über die sprechen wir heute auch, Thranduilsheim. Und da muss ich jetzt ein bisschen jonglieren an der Stelle, weil es in mehreren Büchern jetzt verteilt ist durch das neue Regelwerk. Ich fange direkt mal an, welche Profile gibt es da? Thranduil, König des Düsterwaldes, das ist der alte Thranduil oder beziehungsweise dieser Thranduil, der so steht hier, den kennt ihr sicher alle, den habt ihr sicher schon alle mal gesehen. Der ist sehr mächtig, super Punkte wert und hat halt zwei kostenlose Zaubersprüche, die sehr mächtig sind. Ja, dafür trifft er auf die 2, also trifft er, darf nicht dafür, zusätzlich trifft er auf die 2 plus. Sehr, sehr starkes Profil. Thranduil, der rockt. Ebenso Tauriel und ebenso Legolas. Ich glaube, Legolas brauche ich nicht viel zu sagen, kann automatisch treffen mit seinem Schuss. Sehr, sehr, sehr stark. Ja, Tauriel, die hat eine geile Regel, trifft ganz normal wie ein Elb, hat einen Bogen, aber sie hat die Fähigkeit Klingenmeister. Das bedeutet, für jedes Modell, das sie zusätzlich zu einem angreift, bekommt sie eine Attacke mehr. Also wenn sie mit 2 Modellen im Nahkampf ist, dann hat sie nicht 3 Attacken wie im Profil, sondern 4. Und so weiter. Ja, dann gibt es einen Hauptmann, sowohl der Palastwache als auch Waldläufer des Düsterwaldes. Die finde ich eher so mäßig. Ja, der Hauptmann der Waldläufer hat Messerkämpfer, ähnlich wie Tauriel, nur maximal plus 3 zusätzliche Attacken. Jo. Schauen wir mal zu den Profilen. Was gibt es da? Es gibt die Waldläufer, die sind ganz cool, da habe ich auch einige davon, vor allem weil sie nicht zum Bogenlimit zählen, wenn sie angeführt werden. Sekunde, muss ich nachgucken. Von Thranduil, Legolas oder Tauriel oder dem Hauptmann des Düsterwaldes. Dann ist das so. Es gibt noch ein paar andere, schauen wir uns gleich im zweiten Regelbuch an. Wenn da, dann haben die, zählen die schon zum Bogenlimit. Ja, Waldläufer finde ich ganz cool. Die haben auch diese Messerkämpferregel, also mit mehr als einer Figur im Nahkampf sind, gibt es zusätzliche Würfel. Und Elbenumhang sind nicht schlecht, sind aber auch nicht billig. Palästwächter finde ich persönlich zu teuer. Die kosten mehr oder kosten genauso viel wie die Waldläufer des Düsterwaldes, sind aber teurer. Oder sind aber schlechter an der Stelle. Jo. Das war's an der Stelle schon. Jetzt kommen die neuen, die quasi für den neuen Film gemacht wurden. Und die sind echt heavy, Leute. Die sind richtig heavy. Fangen wir mal ganz simpel an mit Thranduil, König des Waldlandreiches. Das ist aus meiner Sicht die Miniatur, die absolut beste Miniatur, die die rausgebracht haben. Der ist richtig mächtig. Erstens hat er jetzt K7, überall dreien, also Attacken dreien, Lebenskraft. Genau, drei Attacken, drei Lebenspunkte, drei Heldentum, Willenskraft, Schicksal. Und er reitet leider von dem Pferd. Ich werde mir sicher einen Hirsch umbauen, ein paar Leute. Ich glaube, Piccolo Man zum Beispiel hat schon einen Umbau gemacht. Aber der hat eine geile Regel, wenn er zu Fuß unterwegs ist. Erstens, man kriegt automatisch eine plus eine Attacke dazu. Das heißt, er hat 4 Attacken. Und für jede zusätzliche hat er quasi diese Klingenmeister-Regel. Das heißt, er kann auf maximal 9 Attacken kommen. Jo, das ist geil. Es gibt ein neues Legolas-Grünblatt-Profil und das nach 13 Jahren. Hat auch K7, hat eine Attacke mehr und trägt Glamdring, so wie im Film, kämpfte damit und hat ja Bolg ziemlich damit eins auf die Nuss im zweiten Teil. Was im dritten Teil ist, erzähle ich noch nicht. Und darf natürlich auch wieder schießen. Auch ein sehr gutes Profil von den Punkten her. Jo, dann gibt es einen Hauptmann des Düsterwaldes, der hat eine neue Waffe, die Elbenglaive. Und die Elbenglaive, die ist, ja, ist gleichzeitig Elbenklinge, Schildblock möglich, also der Düsterwaldspeer, als auch ein normaler Speer. Ja, kann man nutzen, muss man nicht an der Stelle. Jo, und welches neue Profil gibt es? Es gibt die Düsterwald-Elben. Und die sind im Prinzip genauso wie Galadrim, also einfach leicht gepanzerte Elben, nur halt, dass sie auch diese Elbenglaive haben können. Und die Elbenglaive kostet 2 Punkte. Es gibt auch eine Kavallerie des Düsterwaldes, die habe ich jetzt im Film persönlich nicht gesehen. Die haben Ritter des Königs, wenn sie in 6 Zoll Umkreis um Thranduil, den König des Waldlandreiches, also diesen neuen Thranduil, den hier, von dem ich jetzt gerade das zweite gesprochen habe, wenn sie da sind, haben sie eine Soldatenfunktion. Finde ich eigentlich ganz nett und 16 Punkte auch. Jo! Ist das eine Starterarmee? Leichter Daumen hoch, würde ich sagen. Warum? Weil die Modelle halt doch recht teuer sind, aber man bekommt sie sehr gut und die sind jetzt von den Punkten her doch teuer. Das heißt, man braucht nicht ganz so viele Modelle kaufen und natürlich
jetzt gerade ist der Film aktuell und man kommt gut an die Profilwerte. Das Buch kann man ja schließlich auch im Internet runterladen. Ja, doch, man kann damit starten. Und einige von den Profilen, also jetzt die Waldläufer und die Palastwächter, die kann man ja sogar aus Plastik kaufen. Ja, doch, da kann man schon mit starten. Mit Elben macht man nicht viel falsch, wenn man startet. Jo, welche Verbündeten? Klar, alles, was bei der Schlacht der Fünf Heere dabei war. Radagasts Bund passt auch immer. Die waren auch bei der Schlacht der Fünf Heere dabei. Also Thorins Company in jeglicher Form. Mehr fällt mir jetzt auch nicht an, was da sinnvoll zu verbünden wäre. Ja, man könnte sagen, die Kollegen kämpfen ja auch im Ringkrieg mit. Also im Krieg, während im Süden Gondor gegen Minas Tirith kämpft oder dann vom Schwarzen Tor. Da könnte man sagen, die können sich mit Lothlórien oder so verbinden, weil da kämpfen die ja auch gegen Saurons Schergen aus Dol Guldur. Jo, so viel zu den neuen Düsterwald-Elben oder zu den alten Düsterwald-Elben. Wenn es Fragen gibt, einfach kommentieren oder uns den Daumen hoch geben und gerne auch abonnieren. Bis bald, ciao!